Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play zu Little Nightmares. Wir sind immer noch dabei, dem Mann mit den langen Armen zu entkommen, und ob mir das gelingt, das sehen wir jetzt. Okay, ich würde sagen, am besten, ich schmeiß den Affen um, damit er hier hinkommt, und dann kann ich in den nächsten Raum. Weiter, 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 weiter. Oh, 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 oh. Ah, verdammt. Okay, neuer Plan. Affe 1 wird in den vorderen Raum geworfen und dann gleich zu Affe 2 übergehen, den irgendwo hinwerfen, damit Mr. Grobian hier gar nicht erst auf die Idee kommt, mir was zu tun. Nein, hier ist überhaupt nichts. Also einfach weitergehen. Genau. Gut. Puh. Mal schauen, ob das was wird. Das Spiel wird langsam zum Affenwerfsimulator. Aber mir soll es recht sein. Nichts umwerfen hier, nichts umwerfen. Kann ich hier nicht? Doch, kann ich. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Oh verdammt. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Der erwartet mich doch bestimmt gleich in dem Raum, in den ich jetzt komme. Da war doch was. Hier gibt es bestimmt noch ein anderes Vieh oder so, das mich töten will. Ah, verdammt. Er hat mich durch die Uhr hindurch gegriffen. Kleiner Glitch, aber okay. Okay, wahrscheinlich wäre es am cleversten, hier das Ding umzuschmeißen und gleich zurückzukommen. Okay, die Uhren sind natürlich hier für mich von Vorteil, weil er mich dann nicht hören kann. Ich brauche einen Affen. Oder einen Schuh. Halt den Schuh.
Komm schon, rüttel an der Uhr oder so. Scheiß Schuh nicht da hoch. So, los, komm schon. Nichts gehört, du hast nichts gehört, du hast nichts gehört. Nein, 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 du hast nichts gehört. Ah, verdammt. Okay, ich bleib dabei, dass diese Mechanik, wie man Sachen schmeißt, die ist echt nicht ausgereift hier. Also es ist super unpräzise. Man wirft und boah, es fliegt dann irgendwo hin. Keine Ahnung wo. Ihr seht, ich schmeiß hier rum wie ein Kloppter, aber... Mache ich ja auch irgendwas falsch, ja, aber ich krieg den echt nicht. Herzlich willkommen zu den internationalen Schuhwerfspielen 2017. Ich bin Ihr Moderator. Das hier kann noch ewig lange andauern. Na los. Also vielleicht habe ich ja irgendwas mit der Mechanik nicht so richtig verstanden, aber das kann auch nicht sein. Das dauert ja ewig so. Wenn man zu nah dran steht, dann wirft sie überhaupt nicht. Wie ihr sehen könnt. Ey, das kann doch echt nicht sein. Oh Gott. Mir tun schon die Finger weh. Lauf, 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 lauf. Gott, also das möchte ich jetzt bitte nicht nochmal spielen müssen, denn das war super nervig gerade. Wie und was? Wo geht's denn hier? Ah, okay. Okay. Ah. Und Sprung. Das hat er sicher gehört. Ah, creepy. Okay, also da hinten ist wieder so eine
dreieckige Öffnung. Das heißt, ich muss wieder eine Kurbel finden. Die Frage ist jetzt natürlich, wo diese Kurbel liegt. Okay, er ist da hinten. Da kann ich also gerade eher nicht so hin. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Oh oh. Hier spielt das Spiel gerade für meines Erachtens seine Stärken voll aus. Na los, komm hierher. Ja, brav. Ah, da liegt die Kurbel. Hier geht's nicht durch. Okay, ich kann nicht hochspringen, wenn ich die Kurbel habe. Ist jetzt natürlich nicht so geil. Und ich sehe auch überhaupt nichts. Okay, hier ist eine Tür. Da ist die Kurbel, also ich muss ihn hierher locken und dann durch die Tür. Habe ich die Kurbel? Ja, habe ich. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Solange der Fernseher läuft, bin ich sicher. Der Song ist übrigens sehr catchy. So. Moment. So, eigentlich müsste die Folge jetzt enden, aber das hier möchte ich dann doch noch beenden. Los, 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 los. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott. So, und jetzt? Okay. Komm ich da nicht rein? Okay, doch, komm ich. Okay. Puh. So, dann wäre das jetzt auch mal getan. Ich würde sagen, das wäre dann der richtige Moment, um die Folge für heute zu beenden. Wie es dann weitergeht, seht ihr dann nächstes Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis nächste Folge. Tschüss!